fand, wir hatten zwei unterschiedliche Halbzeiten. Ich fand, die erste Halbzeit waren wir richtig gut, haben auch das Tor gemacht. Ich glaube, ein 2-2 müsste auch sein. Ja, zweite Halbzeit sind wir dann, klar, Ingolstadt hat dann Druck gemacht. Wir müssen es einfach besser ausspielen. Ja? Wir müssen da cleverer sein. Gut, dann passiert der Fehler. Das ist natürlich ärgerlich, aber ich fand schon, es fing schon davor schon leicht an, dass wir einfache Ballverluste hatten und dem Gegner das relativ einfach gemacht haben, dass sie uns in Situationen gebracht haben, die sehr unangenehm waren. Und ja, sehr bitter, dass wir das Spiel so verlieren. Ich glaube, wir sind gut ins Spiel gekommen. Machen verdient 1-0, hatten eine gute Druckphase, viele Standards, viele Offensivaktionen. Standen sicher, haben eigentlich außer eine Chance, wo wir Ballfluss hatten im Mittelfeld, lassen wir eigentlich nichts zu. Machen wieder das Spiel und in der zweiten Halbzeit, ja, komplett Gegenteil, lassen uns hinten reindrücken. Ja, die letzten Spieler auch, ist jetzt nicht so, dass die Gegner uns hin und her gespielt haben und die Chancen super rausspielen. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Ja, und das tut extrem weh, wenn du in den letzten vier Spielen drei davon 1-0 führst und 2-1 verlierst. Ja, hätten wir uns natürlich anders vorgestellt heute, vor allem mit der Fanbase, die heute da war. Ja, schade. Jetzt direkt nach dem Spiel ist es etwas schwierig. Ich fand, wir haben dann, sind nicht mehr so richtig in die Zweikämpfe gekommen. Vorne das Pressing, da sind wir auch zu spät gekommen. Da hat der Gegner auch was umgestellt. Nichtsdestotrotz müssen wir das im Spiel das erkennen und besser umsetzen. Wenn die Mannschaft was verändert, also der Gegner, dass wir das dann auch sehen und erkennen, dass wir dann auch was ändern müssen. Und ja, ist am Ende des Tages eine sehr, sehr ärgerliche Niederlage. Ja, also erste Halbzeit sind wir vorne drauf gegangen, haben eigentlich Ingolstadt nach zu vielen langen Bällen gezwungen, die wir auch gewonnen haben, zweite Bälle erobert haben, wodurch halt nicht ins Spiel kam. Und zweite Halbzeit standen wir zu tief, hatten keinen Druck mehr auf die Defensive von denen, wodurch die hinten rausspielen konnten, Diagonalbälle spielen konnten und sind eigentlich so ein bisschen hinterhergelaufen. Trotzdem, nichtsdestotrotz haben die auch keine Torchancen herausgespielt. Wie gesagt, müssen uns in die eigene Nase packen und wir müssen jetzt daraus lernen. Ja, die war so eingeplant. Also wir haben das vorher mit der Mannschaft einstudiert, der Trainer hat uns die Variante mitgegeben und hat optimal geklappt, ja. Ja, also wenn man rauskommt und die Kurve sieht mit 6.500, 7.000 Fans, ist natürlich schön, hätten natürlich denen auch natürlich einen Sieg schenken wollen, vor allem auch mit der Einstellung, aber es tut den Fans weh, das tut uns weh, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da zusammenhalten und nächsten Schritt Richtung Halle machen und dann bin ich mir davon überzeugt, dass wir auch wieder gewinnen werden.